Feuerholz ist alle. Ein Woodcutter einstellen. Tools ist auf 10 runter. Ein Blacksmith einstellen. Farmer kurzzeitig reduzieren. Noch ein Blacksmith einstellen. Wir haben Stein, wir haben Holz. Die Schule wird eine ganze Weile brauchen anscheinend. Wir haben nämlich nur 2 Bilder. Aber trotzdem könnten die Laborer doch auch Sachen hierher bringen. Na gut, wir haben 2 neue Kinder, das ist sehr gut. Wir haben 3 Leute, die erfrieren, das ist nicht gut. Obwohl wir Feuerholz über hatten. Essen ist noch was auf Vorrat, aber das wird auch gleich weg sein. Dafür kommt aber auch gleich der Frühling wieder. Und diesmal, sobald Frühling da ist, muss ich sofort alle Laborer wieder umstellen, dass wir 23 Farmer haben. Damit von vornherein vollkommen durchgepowert wird. Und unser Vendor. Warte mal. Wo ist der Trader? Trader weg. Wir wollen keinen Trader. Zack. Wir betreiben keinen Handel. Wir mauern uns ein. So, Late Winter. Ich sehe den Frühling aber schon optisch kommen. Essen hält sich. Wir sind wieder auf 75 runter. Insgesamt. Das ist so ein bisschen die magische Grenze, die wir vor einer ganzen Weile schon mal hatten. Aber na gut. Spätwinter. Kann schon. Gib mir den Frühling. Da ist immer noch Essen auf dem Feld. Kann das sein? Das ist sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Aber na gut. So, es wird gleich auf Frühling umspringen. Also schmeiße ich den letzten Miner raus. Du da 2 hin. Wir haben nichts über an Leuten. Also wir können die Vendoren rauswerfen, aber die sind dafür zuständig, dass die Sachen zum Marktplatz geliefert werden. Ich denke, die sind relativ wichtig. Schmiede können wir nicht rausschmeißen, weil wir müssen durchgehend Werkzeug produzieren, sonst meckern die alle, dass sie kein Werkzeug haben. Dann sind sie ineffektiv und dann verhungern wir wieder. Wie viel Essen produzierst du mal ernsthaft? 70 und du brauchst einen Arbeiter. Du produzierst 1000 und brauchst 4. Wenn ein Arbeiter arbeiten würde, wären es 250. Die Dinger sind absolut nicht effektiv. Also jedenfalls nicht in der Größe, die ich gewählt habe. Ich glaube, ich reiße das Ding einfach ab. Also ein Arbeiter, 250 Essen, ein Arbeiter, 70 Essen. Da gibt es nichts zum Nachdenken. Das Ding kommt einfach weg. Weg, weg. Hat zwar 5 Jahre gedauert, dass du hochgewachsen bist, aber das bringt mir so nichts. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Holz raus. Müssten wir eigentlich. So, 22 von 22 Farmern. Alle sind aktiv. Sehr gut. Du hast keine... Was? Du hörst auf zu arbeiten, weil wir keinen Schneider haben. Und ein Händler ist da, den wir gleich wieder wegschicken können. Du hast Essen zum Tauschen. Nee. Wir müssten mich Essen dir geben, damit wir Essen wiederbekommen, weil wir sonst nichts zum Tauschen haben. Wir sind auf 3 Herzen runter. Weil einer erfroren ist. So, Farmer, jetzt zeigt mir, was ihr könnt. Alle Felder müssen ganz ratzevoll werden. Wie sieht es mit den Holzhackern aus? Woodcutter, 3 von 3. Ja, haut rein. Wir haben wieder einigermaßen Vorrat an Holz. Der wird zwar nicht bis zum Winter halten, aber für eine Weile erstmal. Kommen wir da irgendwie schnell hin? Nee. Oh, mehr Holz. Schule ist immer noch nicht fertig. Naja, ich hatte ja schon eine Weile gesagt, dass die Bilder jetzt für ein paar Jahre beschäftigt sein werden mit den ganzen Wegen, die ich in Auftrag gegeben habe. Aber die Wege hier sind fertig.
sind bestimmt wieder am Kaffeepause machen oder Sachen transportieren. Warum auch immer. Aber na gut. 0%, 0%. 23%. Jungs. Was tut ihr mich hier an? Warum werden die anderen Felder nicht bestellt? Sammelt Ressourcen, sammelt Ressourcen. Sammelt Essen. Jungs und Mädels, warum macht ihr das? Ihr habt einen Job. Das Dorf ernähren. Das macht ihr, indem ihr Sachen anpflanzt und sie erntet. Dafür habt ihr nur ein paar Monate Zeit. Wenn ihr in den paar Monaten was vollkommen anderes macht, dann sterben wir alle. Na gut, die zwei Felder sind jetzt schon fast fertig. Es ist allerdings auch gleich schon wieder Sommer. Sprieß, 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 sprieß. Die zwei sehen super aus, aber... Rest will nicht. Wie viel Essen produziert ihr? Gar nichts, nur Wolle. Ihr? Beef, 160, ja. Hält sich auch in Grenzen. Und die Hühnchen? 130 rum. 0% Yield. Komm schon, Mann. Sommer. Im Spätsommer wird geerntet. Jede Menge neue Kinder. Wir haben jetzt halb so viele Kinder wie Erwachsene. Krasse Quote. Essen hält sich ansatzweise. Ja, hier sind wir gleich auf 100% Yield. Die anderen Felder sind leer. Ah, hier fangen sie jetzt endlich an zu arbeiten. Das kriegen die auf keinen Fall hin bis Herbst. Können wir Zwangsarbeit einführen? So eine Stechuhr, dass die im Frühling sofort anfangen müssen zu arbeiten und nichts anderes machen dürfen. Außer vielleicht essen und schlafen und so Zeug. Damit es Kinder geben kann. Aber sonst nichts. Arbeiten. Chop, chop. 90%, 97%. 19 und 7. Vielleicht brauchen wir auch deswegen eine Schule. Dass die Bauern lernen, dass das so, wie sie es jetzt machen, nicht funktioniert. Okay, okay. Spring gleich auf Spätsommer um. Das Feld der anderen überholt. Woran auch immer sowas liegt. Hier tauchen langsam die ersten Kohlköpfe auf, aber 15% ist halt nur 15%. Und hier wird schon geerntet. Okay. Warum erntet ihr jetzt schon? Warum lässt ihr das nicht einfach da und arbeitet so lange, bis Herbst ist an den anderen Feldern? Das wäre doch recht sinnvoll, oder? Hier ernten sie auch schon. Na gut, das können wir nicht beeinflussen, das liegt in der KI. Das läuft wohl manchmal gut, manchmal nicht so gut, je nachdem, was für Aufträge wir Auftrag gegeben haben. Ich denke mal, es war mal wieder mein Fehler, da ich nämlich hier oben diese Holzhack-Aufträge verteilt habe. Die wollten jetzt alle nachgehen und da sind da teilweise auch Farmer bei gewesen, die halt Holz gehackt haben, anstatt unten zu arbeiten. Aber wir brauchten das Holz fürs Feuerholz. Und für die Schule und für alles Mögliche. Na gut. Ich baue mal hier unten jetzt die Gatherer-Hütte. Gatherer? Orchard? Nein. Hunting Cabin? Gatherer hat. Da. 30 Holz, 12 Stein. Ist okay. Dahin. Gatherer hat. Da. Hier ist okay. So. Zwei neue Gatherer hat's. Eigentlich würde ich auch ganz gerne noch einen Forester hinklatschen. Damit wir durchgehend Holz reinbekommen, ohne riesige Holzhackaktionen oben zu machen, wo unsere Farmer abgelenkt werden.
50% noch geschafft. Aber wir haben keine Arbeiter frei, um dann noch zwei Forester-Hütten voll zu bestellen. Wir werden schon Probleme haben hier bei den verhungert. Hier bei den Gatherer-Hütten. Aber ich hoffe mal die Kinder, dass sie demnächst erwachsen werden und dann haut das schon hin. Schule ist bei 50%. Ah, die Schule wird ein Fluch und ein Segen sein. Wenn die Kinder dadurch wirklich länger brauchen, um erwachsen zu werden. Weil sie halt ihre Zeit mehr in der Schule verbringen als auf dem Feld. Aber ich hoffe, dass denn der Bonus durch höhere Effektivität später das Ganze ausgleicht. Ja, Essen sieht mau aus. Nicht gut, ganz und gar nicht gut. Wenn wir wenigstens irgendeine Ressource im Überfluss hätten. Oder irgendeinen daraus produzierten Rohstoff wie Kleidung oder Werkzeug. Dann hätten wir bei dem Essenshändler vorhin zum Beispiel unser Werkzeug verkaufen können und dafür ein Essen bekommen. Aber haben wir nicht. Ich würde jetzt gerne aus Stein Steinkrüge herstellen und die beim Händler verkaufen. Wir haben keinen Stein über. Und das war wieder eine Dwarf Fortress-Anspielung. Entschuldigung. Schafe sind noch nicht voll und der Winter ist gleich da. Oh, Essen ist auf 800 hoch. Ja, okay, wir haben auch weniger Leute, die essen. Aber das kam jetzt echt unerwartet. Die beiden Felder waren gerade mal auf 50-60%. Aber okay. Das heißt, wir lassen die Arbeiter jetzt und die Farmer, die im Winter nichts zu tun haben, die restlichen Holzhackaufträge hier machen. Und dann erstmal... Und das Eisen. Also die restlichen Holzhackaufträge hier und das Eisen. Und danach lassen wir sie nichts machen. So dass wenn sie im Frühling rumdümpeln, sie dann auf die Felder gehen, anstatt irgendwo irgendwas abzuhacken, abzubauen oder rumzutragen. Also der Plan. Und dann haben wir ein Jahr lang mal genug Essen, dass keiner verhungert. Und da gucken wir weiter. So, wir haben 4 Laborer frei. Das ist gut. Wir hätten dafür gerne 2 Fishermen. Und ein Forester noch. Und einen freien für Todesfälle. So, Gatherer hat hier unten... Wird komischerweise schon dran gearbeitet. Ist die Schule oben fertig? Oder warum wird da unten schon gearbeitet? Nö. Schule wird ignoriert. Sein Zeichen, die wollen keine Schule haben. Stahlwerkzeug. Weg mit dir. Das würde mich echt interessieren, warum die Bilder manchmal so komische Prioritäten haben. Also ich könnte wahrscheinlich von Hand aus sagen, dass die Schule jetzt wichtiger ist mit diesem... mit dem da. Increased Priority. Aber nö, wenn jetzt hier unten schon Bilder am Werkeln sind, will ich die nicht stören. Straße wurde auch gebaut, sehr gut. Ich baue auch mal einen Stockpile hier. Da. Stockpile. Hier unten so hin. Damit, wenn ich hier unten nachher anfange, auch die ganzen Ressourcen von Hand abzubauen, dass sie nicht ganz nach oben laufen müssen, dass sie hier zwischenlagern können. Dann laufen sie halt hier mal zickzack, dahin. Und dann können sie es später abholen. Anstatt einmal hier einen Stein abzuhauen, ganz hoch zu laufen, ganz runter zu laufen oder wieder einen Stein abzuhauen. Das wäre ja nicht so wirklich schön. Du bist auch schon 51%. Gut, jetzt bräuchte ich noch so 4-5 Kinder, die erwachsen werden. Damit wir die Gatherer-Hütten voll machen können. Eisen ist wieder mau. Oh, und wir brauchen einen neuen Farmer. So. Eventuell brauchen wir auch ganz viele Vendors und ich merke das bloß nicht. Also vielleicht sind die wichtiger als ich denke. Momentan sehe ich halt nur, dass sie hier rumstehen und Sachen verteilen an die Dorfbewohner. Damit die Dorfbewohner nicht selber in das Lager hier hinten gehen müssen. Wer ist gestorben?
Ein Farmer. Nein. Und wird erwachsen. Sehr gut. Gleich Farmer werden.